Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play. Meine Güte, was ist mit meiner Stimme los? Worms 3D. In der letzten Folge hatten wir eine kleine Zombiejagd und jetzt sind wir bei der Mission ganz auf die Schnelle. Endlich haben wir ein Exemplar vom Worms 3D bekommen, was? Aber bevor wir zum Spielen kamen, hat ein besonders lustiger Witzbold bösartigerweise unseren Bildschirm zerstört. Auf dem Schreibtisch liegt ein Reparaturhandbuch. Lesen Sie es durch und versuchen Sie, den Monitor neu zu verkabeln. Denken Sie aber unbedingt daran, die Verdrahtung zu überprüfen, bevor Sie den Strom einschalten. Ein Kurzschluss wäre fatal. Ja, okay. Okay. Und sonst nichts essen. Computer neu verkabeln. Mache ich jeden Tag. Jeden Morgen. Ich mache meinen Computer kaputt und verkabel den neu. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Okay. Boah, wäre das eine Ironie, wenn ich das Spiel auf dem PC gespielt hätte und dann irgendwie sowas kommen würde, hier so eine Mission. Spielen Worms 3D gerade. Und irgendwie lebt das gerade ein bisschen lange. Bitte sag mir nicht, das ist schon wieder abgestürzt, weil das wird mich echt aufregen. Danke. Oh mein Gott. Okay, warum ist da Wasser? Ey. Schauen Sie sich die Grafiken in irgendwelche... Sinne des Gehäuses ist empfindlich. Passen Sie bloß auf, dass Sie... Der Feind hat unsere Aufgabe, macht unsere Aufgabe nicht leichter. Sie das Feuer vom Bildschirm wegzulenken, okay. Und immer daran denken. Ja, ja, was? Ich sollte erst nach Abschluss der Reparatur drücken, okay. Machen wir erstmal die ganzen Gegner fertig, würde ich sagen. So, was muss ich machen? Ich muss Bienen da drauf tun. Was? Ja, ja, machen wir erstmal fertig. Lorraine, hey, na? Sag mir, ich hab nichts, okay. Fliegt da runter. Darunter meinte ich eigentlich nicht, ich meinte ganz runter, aber okay. Ma. Ich will ja zwei drücken, hallo? Kann ich nicht. Ja, warum? Immer ich. Warum ist das hier ausgewählt? Ich will das nicht. Wir haben zwei Minen. Soll ich irgendwie da drauf tun hinten oder wie? Ich weiß es doch nicht, Mann. Warte mal, ich habe eine Idee. So, du stirbst ja. Mehr oder weniger. Zack. Was ist das für Stimmen? War Hilfe. Ich komm mal näher ran. Oh Mann. Nein! Ah! Verdammt! Wäre so gut gewesen. Wie heißen die? Technologen? Wie du Nerd. Aua. Was hatten wir für eine Mini-Explosion? Ja. Okay, warum ist Wurmwechsel die ganze Zeit als erstes? So. Okay, sehr gut. Also den erwische ich nicht mehr. So, jetzt aber du. Sehr gut. Und da hat es Platsch gemacht. Sehr gut. Wasser überall, Lolita. Hey, check this out. Nein, nein, nein. Nein. Oh, Hilfe. Ich muss mein Leben da holen. Für Rainer. Zack. Schon ist alles wieder gut. So, du. Nein, ich habe keine Dings mehr. Ah. Ja, den treffe ich so nicht. Ist der andere da? Den schnapp ich mir. Ah, normal, das ist bei mir auch immer an. Boah, der war gut.
Hat sie ihn getötet? Jawohl. 50, perfekt. Technophobes. Okay. Da ist nur noch du da oben, dich kriege ich auch noch. Ohne Nagel. Zum Glück macht die keinen Schaden. Sollte mich nur noch dich da oben treffen, ey. Ey. Der steht da so behämmert, ne? Wie sagt man, das ist ein Schrotgewehr oder irgendwie sowas drin, ne? Splitterbombe. Das ist nicht gut. Ah, das wird nix. Ich hol dich da runter einfach. Wie? Aber ich habe ihn getroffen irgendwie. Durch den Boden, ey. Warum geht er nicht kaputt? Ich sollte den Computer ja beschützen, den Monitor. Aua, ey. Nicht Wurmwechsel, Mann. Na, no, ich habe ja gesehen, wie es jetzt lief. Lauf, Grandma. So, und weg ist er. Jetzt soll er den Computer irgendwie reparieren. Ne? Okay, kein Problem. Du lädst nun X-Wurm. So. Reiner Skill halt tot aus. William, warum ist alle, okay? So. Ich muss das so verbinden. Ach, das ist hier vom Außen, okay. Ja, wo muss ich die denn draufpacken? Weiß ich nicht. Wenn ich Wurmwechsel einsetze, wird dann, was? Ich habe gar keinen Wurmwechsel, was? Ist ja die ganze Zeit so ein Ding. Okay, William, du sagst, wo die Dinger hinkommen, und Rainer. Ich kann gar nicht R2 drücken, was zum Teufel? So, hier rein muss ich, oder wie? Okay. So. Ach, okay. Die Game-Dinger sind, wo ich... Okay. Dann muss ich jetzt hier überall Minen reinpacken, ne? Bindung hergestellt. Sehr gut. Dann... muss der nächste auch rechts daneben. Hast du gehört, Rainer? Jo, okay. Hierhin. Ich wette, die können irgendwie noch mal explodieren, ne? Dann. Ich sollte vielleicht mal so gucken, ne? Okay. Noch die da unten, die drei. Mal hier vorsichtig. So. Technikprofis William und Rainer. Okay. Krieg ich bestimmt keine gute Dingens mehr, aber egal. So, der hier und der hier, ne? Zack. Wir haben noch genug Minen dafür, ne? So, dann der da runter.
Jetzt noch der hier, ne? Also der hier. Boah, das ist so blöd zu erkennen jetzt. Ganz in der Mitte eigentlich, ne? Der hier, ja. So. Dann muss ich ja den Schalter aktivieren, oder wie? Sie haben es repariert. Mission erfolgreich. Yay. Und das Spiel ist nicht abgestürzt. Yay. Wie das für mich geil. Im Bronze, ne? Verdammt, warum? Ich habe mir zwar Zeit gelassen, aber trotzdem. Ich muss noch zusammenarbeiten hier. Und auch nicht aufwart, die beiden hier PC reparieren, ne? Gar nichts freigeschaltet. So, und jetzt speichere ich direkt, falls wieder irgendwas passiert. Ich muss ja halt die Level nochmal neu machen. Kein Ding. Ist als Bronze kann sie ja nur werden. Nächste Mission. Total eingestellt. Oh Mann, wir sind eingesperrt. Aber wie? Alle Waffen futsch und wir sitzen im Hühnerstall fest. Zum Glück haben wir an diese Möglichkeit gedacht und uns einige Waffen an diese Adresse geschickt. Flüchten Sie aus dem Stall, sammeln Sie die Waffen aus dem Briefkasten ein und erteilen Sie dem Feind dann eine Lektion. Doch seien Sie gewarnt, obwohl der Feind abgelenkt ist, wird er nicht lange dauern, bis er Ihre Flucht bemerkt hat. Bis Ihre Flucht bemerkt wird, meine ich. Ja, meine Güte, was sind wir eigentlich? Sind wir irgendwie ein Sonderentsatztrop von Würmer oder irgendwie sowas? Oder sind wir einfach nur irgendwelche Leute, die von irgendwas irgendwie Auftrag kriegen? Keine Ahnung. So, schnell Schrift, die wieder schnell verschwindet. 3, 2, 2, 1. Okay. Freiheit! Boah! Ja, Danielus Boom könnte nicht so einfach aufgehalten werden. Da sind die Kisten, ohne vom Bewacher entdeckt zu werden. Keine Zeitverschwendung, bitte. Sie finden bestimmt heraus, dass wir geflüchtet sind. Früher oder später. So, Rainer, Bob und so weiter. Oh ja, wir haben keine Waffen. Haben die ja gesagt. Können die mich jetzt schon sehen oder haben die mich echt noch nicht entdeckt? Boah, ich weiß nicht, das klappt sogar. Aua. Ja, ich schleiche mich von unten durch, ne? Ihr geht weiter nach oben. Tschüss. Wow, der Wasserspiegel. Der Feind ist gelangweilt. Okay, die haben uns nicht entdeckt. Wie, der Wasserspiegel steigt an. Hier kommt Rainer Skill. Das kann man so oder so verstehen. So, das hat vorhin gut geklappt. So, und jetzt bitte nicht hier runterfallen. So, wo sind die Waffen? Da, ne? Nein, nein, nein. Ich transportiere erstmal ein paar Leute hier hin. Ja, ja, ja. Ja, gut, wenn wir die so überraschen könnten, ne? So, Bob, der macht's. Verdammter Dreck, ey. Dann versuchte Bob was Extremes und es ist voll nach hinten losgegangen. Oh man, das ist auch nicht gut hier, die Position. William, du bleibst mal da unten und machst nichts. Okay. Mann, ich sehe nichts mit der Kamera. Nein, Rainer, jetzt ist Rainer ganz alleine. Verdammter Dreck. Ich wusste es, jetzt erwischen. Jetzt tun die ja merken, sie wurden entdeckt. Laufen sie los. Was für eine Waffe habe ich denn jetzt bekommen? Nein, nicht auch daneben. Au.
Ja, flüchten haben wir nicht so drauf, habe ich so das Gefühl. Village Idiot, was? Boah, da ist einer fast genauso wie William mit Nachname. Die Wächter, ey. Eine Bazooka. Aber unendlich viele. So, was ist das denn für ein... Sag mal. Ich will die restlichen Waffen auch noch haben. Nennt nicht mal Granaten. Sehr gut. Und nun? Soll ich die alle erledigen oder was? Ja, bitte drück das Ding da. Oh mein Gott, ey. So, nun, ich kriege ja Probleme. So ein Gefühl. Boah, einer, der geht einfach so leiden. Na? Nein, das war so nicht geplant. Schaff das, Rainer, ganz alleine. Ha, bitte nicht das Leben kaputt machen. Oh mein Gott, das schaffe ich doch nie im Leben. You want a piece of me? You want a piece of me? Bams! Bitte stirb. Verdammt! Bitte lauf in die Mine rein. Das wird nie im Leben gut ausgehen. Ja, wenn es gut ausgeht, dann werde ich lachen. Hilfe, Mann. So, du flieg bitte darunter. Jawohl, es hat Platsch gemacht. Village Idiot hat einen großen Schluck genommen, ey. Der trifft doch neben Leben. Jawohl. Ich weiß nicht, ey. Ich schaff das hier noch. Schön wieder in Sicherheit. Da ist Platsch gemacht. Boah. Ich habe keine Chance. Oh nein. Nein, was zum Teufel? Ich sehe noch, wie er so wegfliegt, ey. Ja, super. Jetzt habe ich natürlich ein Problem. Wie soll ich euch denn jetzt von hier treffen, ey? Hotshot, ey. Ich treffe den sogar noch. Bin ich jetzt sicher? Nee. Jawohl, fast. Warte, jetzt stell dich mal vor, wie das abgelaufen wäre, wenn ich drei hätte. Ganze drei. Der trifft nicht. Ey, der trifft echt nicht. Ich schaff das noch. Rainer macht sie alle platt. Sehr schön. Oh nein. Er zieht direkt auf mich. Oh nein. Ich lebe doch noch, oder? Hi, hi, hi. Ich glaube das Ganze. Hi, na? Auch hier? Jetzt nicht mehr. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Was zum Teufel?
Wie habe ich das geschafft, ey? War doch nicht so schwierig, oder? Nein. Ich find's geil, wenn sowas passiert. Sehr schön. Finde ich gut. Für sowas müsst ihr Gold bekommen. Komm schon. Wie? Ist das Gold? Keine Ahnung. Sieht aus wie Bronze. Wie Bronze. Ich hab doch keine Ahnung, ey. So. Speichern. Das lief extrem gut, ey. Sehr schön. Dann machen wir die nächste Mission in der nächsten Folge. Und zwar das Gericht der Verdammten. Okay. Ist aber nicht Final Boss oder irgendwie so. Ne, glaub nicht. Wie viel Prozent haben wir? 27, okay. Würde ich sagen, ich beende den Party und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Worms 3D. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.